Und damit herzlich willkommen. Boah, sieht das geil aus. Also das hier natürlich nicht, was jetzt kommt. Damit noch einmal herzlich willkommen bei Layers of Fear. Ich hoffe, es hat niemand in die Kommentare geschrieben, Facecam. Weil am Anfang lasse ich sie immer aus und später mache ich sie an. Und wir sind hier offenbar in einem Wohnflur, sind gerade durch diese Tür gekommen. Hier haben wir noch ein... Das Baby pisst sich auf den Fuß. Warum pisst das Baby sich auf den Fuß? Der Vogel hackt dem Baby in den Kopf und das Baby pisst sich auf den Fuß. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gestrikt. Ne, da ist ein Lümmel zu sehen und Eigenurin. Das lassen wir mal lieber. Kann uns später auch noch passieren im Laufe des Spiels. Warum? Mama. 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 Warum? Vor allem das Gesicht so normal, aber der Körper sieht so schräg aus wie so ein Crash-Test-Dummy. Mama. Entschuldigung. So schlecht spiele ich nur doch nicht. Toll, mach hier meine Faxen und krieg dafür gleich aufs Maul. Danke, Spiel. Okay. Also vielleicht unsere Frau, die hier schläft. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she... Tiki tiki Slim Shady. Alter! Oh, dieser Säufer! Das ist doch nicht wahr. Wer hat denn die Flaschen so im Schrank? Die flimmernden Flaschen, die ab und zu mal aufploppen und dann wieder weg sind. Okay, das ignorieren wir mal gerade. Alter, leck mich am Arsch. So ein billiger Jumpscare, weißt du, und ich fall auch noch voll drauf rein. Fängt ja schon mal gut an. Okay, hier brennt schon mal das Feuer. Ich weiß nicht, wer es angemacht hat, denn wir sind gerade von... Oh Gott. Ja, so sah ich auch als Baby aus. Mama. Na gut, dann testen wir mal. Und ich glaube, mit dem Öffnen der Tür haben wir was getriggert. Denn genau da fing der Glockenschlag an. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, wir haben hier was getriggert. Wir müssen eine Menge Schlüssel finden. Aber die Frage ist natürlich, wo... Das ist nicht der Ort, wo wir vorhin reingekommen sind. Da war kein Flur. Mach's diesmal richtig. B, irgendwie sowas. Ah! Das ist ja mal ein subtiler Hinweis. 854, save the date, fick dich, 854. Bei diesen Statuen habe ich immer das Gefühl, die machen gleich irgendwas. The Ring, the Ring, the Ring aus und Feuer. Ey, die Hand. Ah! Was war das? Was war das? Was war das? Bücher sind einsortiert. Wir gucken uns gleich das Bild an. Ist der Teddy noch da? Der Teddy ist noch da. Schön. Aus dem Vorratsraum zurück in der Küche. Auf den ersten Blick sieht das aus wie unsere normale Küche, ne? Die wir schon gesehen haben.
Who you gonna call? Das ist also Nummer 1. Kommen wir zu den formlosen Träumen. Wir kennen diesen Flur. Bestimmt im Gesicht, wenn ich mir die Bilder hier so angucke. Gut, das pissende Baby, das sich auf den Fuß pisst, ist natürlich auch storyrelevant. Alkoholflaschen. Das ist ein Babyschreien, ne? Das aus der Kiste kommt. Okay, gut. Wir wussten, dass es in der Kiste war. Ich bin froh, dass es uns nicht angesprungen hat. Da bin ich heilfroh drum. Was? Inspired OCD? Was man das heißen mag? Ah! Tine Wittler. Ah! Aua! Was war das denn? Ich hab grad voll die Tür in die Fresse gekriegt. Wieso? Gleich passiert doch irgendwas. Zu! Fußratten, Alter. Okay. Jetzt ist es gerade ein bisschen unangenehm. Na gut, dann also Runde 3. Es ist nicht der Flur. Ein bisschen schöner Klamauk hier und da. Wir waren in diesem Raum schon mal. Wir waren schon mal in diesem Raum und da war hier nämlich eine solide Wand. Und wir mussten dann da... Scheiße! Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Und wie es aussieht, zurecht. Mal gucken, ob da was ist. Was war das denn? Ich habe nur Haare gesehen. Ich habe mich nicht getraut, mich umzudrehen. Was war das? Ich habe da nur Haare gesehen am Bildschirmrand. Was war das? Oh, ich ärgere mich, dass ich mich nicht umgedreht habe. Aber ich habe mich nicht getraut. Alter, ich schwöre, ab jetzt gibt's Currywurst in der Hose. Mit Senf. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die ersten beiden Level waren, glaube ich, nur vorgeplänkelt. Jetzt geht's, glaube ich, richtig los. Oh, 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 nein.
Was? Kreative Blockade. Und wenn ich mich jetzt umdrehe... Und wenn ich mich jetzt umdrehe... Und wenn ich mich jetzt umdrehe... Alter, das Spiel macht mich fertig. Okay, ich gehe aufs X. Okay. Ich will nicht weitergehen. Boah, ich hasse diese Spiele, wo man nie weiß, wenn man sich umdreht, was da passiert. Das ist, ich liebe es auf der einen Seite, ne, mit der Tür, wo was Neues ist, und wenn man sich umdreht, ich liebe es auf der einen Seite, aber ich hasse es so sehr. Es ist einfach so furchtbar. Okay, hier ist so alles beim Alten. Es ist einfach so furchtbar. Und jetzt in den nächsten Abschnitt. Oh, Alter, ist das unangenehm. Oh, Alter. Ist ein Telefon. Oh, Alter, mein Ohr. Oh. Toll, jetzt noch so langer Text. Egal, ich lese trotzdem vor. Alter, meine Ohren, pass auf. Oh, Alter. Das Geräusch ist langsam echt. Oh. Schnauze! Was immer du bist. Halt, nein, nicht schon wieder. Was? Ah. Oh, Alter, Gott sei Dank. Yes, Speaker. Und wir kommen zurück ins Atelier. Wo es auch wieder anders aussieht jetzt. Was, wenn du scheiterst? Ignoriere sie. Was war das? Die Tür ist weg. Und das sind wir schon wieder mit Messern. Und was ist das da unten? Ist das... Das ist doch kein Pferd. Das ist doch irgendwas anderes. Bisschen in die Entwickler verliebt. Da stand Ignore her, aber ich kann es nicht. Wir müssen hier einfach lang. Ich würde es bereuen, wenn ich hier nicht zumindest versuchen würde, lang zu gehen. Was? Talking behind our backs. Sie reden hinter unserem Rücken. Oh, ich bin so laut. Alter, wie geil das ist. Wie geil das bitte ist. Alter, ich schwöre, ich painte gerade mein Trousers black von innen. Alter. Da habe ich auch schon eine kleine Mona Lisa reingelegt gerade. Okay, ja, ist ja alles in Ordnung. Gut,
Blümchen immerhin. Ich hasse Puppen in Spielen so sehr. Ich hasse sie einfach immer. Angefangen, ich glaube, das war Nightmare House 2 mit seinen scheiß komischen Kaufhauspuppen, die dann immer um einen rumstanden. Seitdem hasse ich Puppen so sehr in Spielen. War das Nightmare? Ich glaube, es war Nightmare House 2 mit diesen fürchterlichen Puppen, die immer einen angeguckt haben. Und dann gehst du weiter und die gucken einen schon wieder an und stehen immer hinter dir. Mama. Okay. Vorbei. Ich will nicht. Ich will das. Ich will das nicht. Geil. Ich mache eine Aufnahmepause. Es ist mir egal. Ich hasse diese Viecher so sehr. Das Atelier. Und jetzt liegen hier überall auch noch Puppen. Verschwunden. Fängt ja gut an. Thank you.
in the air. Everywhere I look around. Was? Ich hab mich nicht erschrocken. Es war Heldenmut, der mich gerade da zucken lassen. Es war einfach. Oh Gott, enge Gänge in Horrorspielen. Furchtbar. Irgendwas wird uns doch, wenn wir um die Ecke kommen, irgendwas wird uns gleich. Nicht. Okay. Bah! Oh, das war die Ratte. Ich hab mich schon mal im Voraus erschrocken. Ja, so sehen übrigens Kunstgalerien heute aus. Ne, schöne weiße Wand und dann einfach so was. Das sind Kunstgalerien heute. Ja, da hatte ich was dabei gedacht. Ist schon total wichtig. Hier Kunstception, das oh, so tiefgründig. Oh, wow. Ist mega dunkel hier wieder. Boah. Drecksack. Oh, nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Don't look back. Ich musste es tun! Ich musste es tun! Es war so klar. Dreimal ziehen und jetzt hat das Weinen aufgehört. Ich dachte, das kann man immer wieder machen. Ich dachte, das wäre ein kleiner Spaßeffekt. Und jetzt hat das Weinen aufgehört, weil wir vielleicht zu fest gezogen haben. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Hier wäre der Lampenschirm gewesen. Das ist die letzte Runde. Auch wenn danach nur noch eine kommt, das ist die letzte Runde. Danach ist aber auch für mich vorbei. Danach erstmal, oh, erstmal einen doppelten Schnaps. Ja, was kommt jetzt? Gut, dass wir da nicht angehalten haben. Oh oh. Ich wünschte, ich hätte nichts gesagt. Irgendwas von diesem ganzen grotesken Scheiß, von dem ich jetzt weg will. Ja, da kommt das Kinderzimmer wieder. Ich weiß es genau. Hier war das Kinder... Geronimo. Na, großartig. Go. Ich glaube, das war die Tochter. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war die Tochter. Ich glaube, das war die Tochter. Ah!
Und ehrlich gesagt, ich überlasse den letzten Level, überlasse ich Zukunftsgronk. Der wird sich sicherlich sehr, sehr freuen. Keine Ursache, alter Freund. Grüß dir mal von mir und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme von Layers of Fear. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß, Zukunftsgronk. Schön, ich bin raus für heute. Viel Spaß, Junge. Blöde Sau. So. Entschuldigung, jetzt aber tschüss und vielen Dank. Ja, eigentlich will ich überhaupt nicht. Eigentlich möchte ich das gerade gar nicht spielen. Was bin ich denn für ein Idiot? Vergangenheitsgronk, du Arsch, ich hasse dich. Du Drecksau. Oh, boah, der kann mich nicht leiden, glaube ich. Oh nein. Ich will da nicht rein. Ich will da überhaupt nicht rein. Was ist das für ein Bild? Was ist denn das für ein Bild? Ich will da nicht rein. Lass mich in Ruhe. Oh, es schwirbelt. Oh, Alter, das Geräusch. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, na los. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Und im ganzen Haus ist kein Klowasser. Das ist echt ein Horrorspiel. Das ist furchtbar. Stell mal vor, wir sind schon durch? Oh oh. Wir sind nicht durch. Wir sind überhaupt nicht durch. Das Spiel hat uns verarscht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Schon wieder Puppen. Nein. Ich hasse Puppen in Horrorspielen. Das ist das neue Album von den Lochis. What a wonderful world. I see trees of green. Na, Glückwunsch. Den habe ich ja am liebsten von allen. Was zum Teufel? Okay, wir sind wieder in unserem Raum. Er durchlebt seinen persönlichen Albtraum wieder und wieder und wieder. Das war sehr offensichtlich nicht das erste Mal. Wir haben uns die ganze Zeit nur in seinem, ich vermute mal, in seinem Kopf oder in seinem kranken Geist fortbewegt. Ich weiß es nicht genau. Er ist ab irgendeinem Punkt halt durchgedreht. Hut ab! Ich muss mich verneigen. Was für ein absolut geiles Spiel. Wie viel Spaß das gemacht hat, wie viel Psychosen da einfach drin waren. Ich habe mir auch schon Horror-Let's Plays angeguckt. Es ist nie so schlimm. Es ist ein bisschen schlimm. Es ist manchmal schlimm. Es ist aber nie so schlimm, als wenn man selber spielt. Wenn man selber... Bah!
Okay, der war sehr offensichtlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüsschen, Küsschen. Ich bin raus, euer Onkel Klaus. Tschüss.